Hallo und herzlich willkommen zu einem Vlog. Habe ich gerade ganz spontan entschieden. Ich habe gerade das Video hochgeladen. Ich will das jetzt nicht. Oder so ähnlich habe ich das genannt. Wo ich euch erklärt habe, was ich heute Morgen für eine Einsicht hatte. Was ich reflektiert habe. Ich möchte euch jetzt in diesem Vlog zeigen, was ich denn dann ganz konkret tue. Wie ich dann selbstverantwortlich in die Eigenverantwortung gehe. Und wie ich damit weiter umgehe. Was ich dann direkt nach diesem Video und der Erkenntnis erstmal gemacht habe, war gefrühstückt. Ich habe mich erstmal um meine Grundbedürfnisse gekümmert und darauf geguckt, dass ich was gegessen habe und was getrunken habe. Und dann habe ich meine Journal-Routine gemacht, die auch super wichtig ist, ne, weil man da schafft man wieder positive Gefühle. Da schreibe ich auf, wofür ich dankbar bin. Da habe ich heute zum Beispiel aufgeschrieben bei dem Punkt, ich lasse los, meine Angst vor negativen Gefühlen. Oder meine Manifestation war, ich habe die Stärke und den Willen, mir meine negativen Gefühle anzusehen und die auszuhalten. Und jetzt fühle ich mich schon so viel besser. Oh, einfach das reflektiert zu haben, erzählt zu haben, meine Routine gemacht zu haben, mich gekümmert zu haben. Und jetzt kümmere ich mich um meine ganz alltäglichen Aufgaben. Ich muss jetzt einkaufen fahren, dann muss ich die Küche aufräumen, dann habe ich schon gerade Wäsche in der Waschmaschine, die andere Wäsche muss ich abnehmen, die muss ich aufhängen. Ich muss unsere Wohnung wischen. Das alles mache ich dann erstmal. Es sieht nicht so aus, dass ich jetzt mir den ganzen Tag mich mit meiner Persönlichkeit auseinandersetze, sondern ich mache dann erstmal meine ganz normalen Aufgaben, die jetzt einfach gerade anstehen. Und dann gucken wir mal, wohin sich dieser Vlog so entwickelt heute. So. Ich habe jetzt all die Aufgaben erledigt, die ich so erledigen musste. Und schon das ist ja so ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es in deinem Umfeld halt ordentlich und aufgeräumt ist oder du mal wieder irgendwas aussortiert hast, dann macht das auch was mit deinem Inneren. Also auch äußere Ordnung ist ganz wichtig für unsere innere Ordnung. Und so habe ich auch ein gutes Gefühl, wenn ich geputzt habe, wenn ich sauber gemacht habe, wenn ich aufgeräumt habe und das dann halt noch bei guter Musik. Deswegen habe ich es mir da schon gut gehen lassen. Dann habe ich jetzt gerade noch mal 15 Minuten investiert, habe 10 Minuten meditiert. Das ist eine Meditation, die ich immer empfehle, wenn es darum geht, so mal Gefühle da sein zu lassen, Gefühle auszuhalten und Gefühle zu transformieren. Da gibt es eine Kurzversion. Ich habe gerade jetzt diese Kurzversion von 10 Minuten gemacht. Die sind beide von Peter Bär, diese Meditation. Ich verlinke euch die auch unten in der Infobox. Habe also diese Meditation gemacht, da ging es mir schon wesentlich besser. Die mache ich sehr gern von ihm und auch sehr regelmäßig. Und dann habe ich nochmal 5 Minuten EFT gemacht. EFT ist ja so eine Klopftechnik, zu der gibt es bald auch mehr hier auf dem Kanal zu EFT. Da mache ich so eine EFT-Woche, wo ich euch Klopfanleitungen fertig mache, die ihr mitmachen könnt. Genau, da habe ich jetzt nochmal 15 Minuten investiert und fühle mich jetzt viel ruhiger und mein Herz ist befreiter, der Druck und die Schwere ist da jetzt raus. Und heute Abend werde ich dann einfach nochmal die längere Version dieser Meditation machen. Die geht dann ungefähr 20 Minuten. Und die Sonne scheint. Und es ist hellblauer Himmel. Und wir haben schon 8 Grad. Es ist so schön. Also da auch immer wieder reingehen, habe ich auch gerade bei EFT gemacht. Dieses, okay, das und das und das ist alles Kacke und das nervt mich gerade. Aber ich bin dankbar für. Genau. Und was ich... Naja, das steht hier auch so an. Und was ich jetzt noch machen werde, zeige ich euch. Weil jetzt habe ich noch so ein bisschen Zeit, bevor ich die Kinder in der Schule abholen muss. Und investiere die halt einfach jetzt nochmal in mein Wohlgefühl, in meine Routine. Und deswegen mache ich jetzt das hier. So, ich werde jetzt 30 Minuten meinen Hula-Gürtel benutzen und damit jetzt auch ein bisschen rumschwingen und nebenbei nach wie vor Bridgerton gucken. Auch das. Also schon das macht halt unglaublich Laune. Und Bridgerton nebenbei gucken, das ist dann einfach nochmal on top richtig, richtig toll und macht Spaß. So, ich laufe jetzt zur Schule und werde die Runde einfach ein bisschen größer machen. Das heißt, ich habe auch noch einen Mini-Spaziergang jetzt dazwischen eingelegt und ich werde jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr Turnschuhe anziehen. Also unabhängig von meinen Sportschuhen. Sneaker draußen. So, es ist jetzt schon nach 17 Uhr, glaube ich.
Ich war heute Nachmittag noch bei meinem Lesezirkel, da ging es heute um dieses Buch hier. Dazu habe ich auch ein Video auf meinem YouTube-Buchkanal gemacht. Das kann ich euch auch gerne mal unten in der Infobox verlinken, falls euch das interessiert und ihr den Kanal noch nicht kennt. Genau, und jetzt ist so wie in allen anderen Familien das Abendprogramm halt angesagt, ne? Essen, kochen, essen, ins Badezimmer gehen, alle mal lesen und so weiter und so fort. Aber ich werde dann noch was für mich machen und darüber quatschen wir dann kurz noch. Und genau, ihr könnt mir gerade mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so seid wie ich. Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich mich erstmal komplett um. Also ich weiß, manche haben so eine Haushose, ich habe ein Hausoutfit. Also ich ziehe mich komplett um, wenn ich nach Hause komme, und ziehe mich halt komplett um, wenn ich rausgehe. Das liegt aber daran, dass ich A, bequemere Sachen zu Hause anhabe, aber vor allen Dingen, weil wir überall Katzenhaare haben und quasi mein Hausoutfit voller Katzenhaare ist, weil ich halt da sitze, wo die auch liegen und ihre Haare verlieren, und mich deswegen immer komplett nochmal umziehe, wenn ich rausgehe, weil dann meine draußen Sachen eher weniger Katzenhaare haben. Was ich euch eigentlich zeigen wollte. Wir lesen jetzt gleich eine Runde zusammen. Also wir lesen immer jeden Tag, also ich lese vor und beide Kinder lesen was laut vor. Und manchmal nehmen wir uns auch noch Zeit, um einfach mit dem Großen 20 Minuten in Ruhe auf der Couch zu sitzen und jeder liest in seinem Buch. Und er liest gerade das, ist glaube ich Teil 2. Das ist ein Manga. Und ich lese gerade Splitterherz. Das machen wir jetzt noch schön zusammen. Und dann meditiere ich nochmal eine Runde. Also ich habe jetzt nochmal die längere Version der Meditation gemacht, wo man einfach, ich nenne es mal so, negative Gefühle transformieren kann, negative Gefühle da sein lassen kann, in einem kontrollierten, geschützten Raum die mal fühlen kann und aufsteigen lassen kann, und dann können die gehen. Das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Habe jetzt einfach nochmal die längere Version davon gemacht. Was so auch einfach sein kann, warum das gerade bei mir so hochkommt, ist, ich beschäftige mich gerade ganz viel mit meinen Schatten, mit meinen vermeintlichen Schwächen, mit meinen Täterrollen, mit meinen Opferrollen, mit Groll, den ich noch hege, mit Vergebung. Und wenn sowas hochkommt, ist es manchmal einfach auch anstrengend und mit von negativen Gefühlen einfach begleitet. Und solche Meditationen sind da wirklich, wirklich unglaublich hilfreich, weil ihr müsst dann keine Angst mehr davon haben. Wenn ihr das einmal gemacht habt, macht es wirklich mal und spürt, wie befreiend das ist. Wie angenehm ist das falsche Wort, aber es ist auch, halt auch nicht extrem unangenehm, mal dieses Gefühl auszuhalten, wenn man das ganz bewusst macht, geführt macht, geleitet macht. Wenn man sich das dann einfach zur Gewohnheit macht, so eine Meditation zu nutzen, um negative Gefühle auszuhalten und da sein zu lassen, bekommt man ganz anderen Zugang dazu, ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Gefühlen. Dann hat man nicht mehr permanent den Drang, die wegdrücken zu wollen, wenn man halt auch verstanden hat, dass die eh da bleiben, wenn ich die wegdrücke. Und dass dann besser ist, die mal für einen gewissen Zeitraum da sein zu lassen und auszuhalten und zu fühlen. Das soll heute so die Message des Vlogs sein. Super gerne die Meditation unten in der Infobox mal für sich auszuprobieren. Aber schreibt mir auch gerne. Es ist immer Instagram und eine E-Mail-Adresse unten verlinkt. Schreibt mir einfach auch gerne mal, wenn ihr so Sachen kennt, so Phasen kennt, wenn ihr Fragen habt zum Umgang mit negativen Gefühlen, dann können wir da super gerne mal drüber quatschen. Und damit verabschiede ich mich von diesem Vlog. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich freue mich natürlich über jeden Kommentar und antworte da dann gern auch gerne drauf. Und bis bald. Tschüss.